So, hallo Welt, hier ist StormWarsMagicBlocks.de. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute geht's raus aus der Comfortzone. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche gehabt an eurem Montag. Und ja, wie der Name schon sagt, heute ist Universes Beyond angesagt. Das ist ja inzwischen ein ziemlich großer Teil von Magic, ne? Also ohne Universes Beyond geht ja gar nichts mehr. Bloody, hi, hallo Raiders. Just in Time tauchen sie auf. Zu ein bisschen Magic-Schnack und dann geht's auch da oben schon los. Wir testen Universes Beyond an. Oh, mein Titel sagt noch Legacy, hat er nicht geupdatet? Okay, danke für den Hinweis, Thanatos. Ich habe direkt nochmal aktualisiert. Legacy gibt's ja auch. Also wer Legacy gerne schaut, hier ist ein Follow auch gut aufgehoben. Mindestens einmal im Monat ist Legacy Monthly, immer am ersten Sonntag im Monat. Da gibt es Live-Legacy-Coverage bei uns. Heute Universes Beyond. Es gibt ja inzwischen einen ganzen Stapel Universes Beyond. Manche davon sind Gaming-Franchises, manche natürlich auch Filme, Pop-Culture, whatever. Aber gerade diese Gaming-Franchises, mit denen habe ich so einige gar nicht gespielt oder wenig oder lange nicht gespielt. Ja, und dann dachte ich mir, ja, probieren wir die doch mal aus, ne? Wenn die jetzt schon Teil von Magic sind, dann schauen wir uns die da mal an. Flop, wir springen mal rüber und Bloody, nochmal danke für den Raid. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei euch im Stream. Jo, Universe Beyond, seit 2021, auch schon wieder 3 Jahre. Und hier gibt es dann auch die schöne Liste an Franchises, die da inzwischen alles drin aufgetaucht sind. Walking Dead, jo. Das war noch ein Aufschrei wert. Stranger Things, dies, das, jenes, Arcane, Street Fighter 2022. Da fangen wir an. Natürlich habe ich schon Street Fighter gespielt. Natürlich ist das 30, 35 Jahre her. Ich habe es auf Twitter ja gepostet. Tatsächlich habe ich Street Fighter das letzte Mal auf dem Amiga gespielt. Und da haben die Controller einen Button. Das heißt, man hat Spiele mit einem Button gespielt. Nix mit Fightstick-Configuration und 6 Buttons und so ein Kram. Nee, nee. Ein Button. Das heißt, für mich wird es hier nachher eine bisschen Umstellung. Wir spielen natürlich nicht mit Tastatur. Ich habe zumindest mal einen PlayStation-Controller da. Und damit versuchen wir uns nachher an Street Fighter 6. Ich habe aber auch Street Fighter 2 beziehungsweise Street Fighter 30th Anniversary Edition. Auch die haben sowas. Das habe ich auch bei Steam mir organisiert. Das schon mal als an und probieren es aus. Selbst bin ich übrigens mehr so Mortal Kombat. Ne? Also wir haben sehr viel mehr Mortal Kombat gespielt und Virtua Fighter dann auf Sega Saturn. Das sind so die Beat'em-ups, die wir sehr viel gebinged haben. Die großen Tekkens und Street Fighters dieser Welt haben wir vielleicht mal angespielt, aber nie wirklich gebolzt. Ja, und ihr seht schon, das wird so weitergehen. Ne? Wir spielen uns da mal quer durch. Hier Fortnite. Ich habe gehört, Fortnite ist ein Spiel, was Menschen spielen. Ich habe festgestellt, meine Epic-Steam-Bibliothek enthält viele von den Spielen aus den Franchises. Das heißt, ich kann das einfach mal anspielen. Ich habe es nur nie gemacht. Das heißt, demnächst steht mal Fortnite an. Das ist, glaube ich, relativ straightforward. Zielen, schießen, gewinnen. Transformers Warhammer. Ja, ich weiß, Space Marine 2 ist gerade rausgekommen. Aber Warhammer ist jetzt nicht so das klassische Videogame-Franchise. Ebenso wenig wie Dungeons and Dragons. So, aber kommen noch ein paar Spiele hier. Tomb Raider. Für Tomb Raider gibt es ja nur mehr als genug Spiele, die wir ausprobieren können. Also, da können wir es krachen lassen. Mal gucken, was ich da auftrage. Tomb Raider 1 habe ich gespielt auf PlayStation und Sega Saturn. Lange her. Wenn man heute sich die Grafik anschaut. Oh boy. Wir sind weit gekommen. Fallout habe ich so einige. Können wir auf jeden Fall zocken. Habe ich auch nie angespielt. Assassin's Creed, auch da gibt es ja einen ganzen Stapel Teile. Demnächst kommt, glaube ich, ein neuer raus. Ich habe den Namen vergessen. Ich muss gucken, ob ich 40K als Videospiel-Franchise da durchgehen lasse und was spiele davon. Tatsächlich spielen wir aus Warhammer häufiger mal Vermintide, aber das gilt halt nun mal nicht als 40K. Schauen wir mal. Aber Assassin's Creed werden wir mal anschauen. Da habe ich tatsächlich noch keinen Teil in der Bibliothek. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Final Fantasy, da baue ich ganz stark auf den Kai, den Solaris.
Der wird ja wohl eine Meinung haben, welchen der Final Fantasy Teile ich unbedingt als erstes mal anspielen sollte. Ich habe tatsächlich, ich glaube, ein, zwei Final Fantasy Teile ganz kurz angespielt, aber nie wirklich weit gespielt. Ganz einfach, weil ich auch nie auf den entsprechenden Konsolen unterwegs war. Insofern, das wird die nächsten Wochen und Monate spannend. Ich schaue, dass ich das immer so ein bisschen regelmäßig mache. Ich habe Bock. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock, hier ein bisschen Franchises anzuschauen. Ich meine, das ist ja der Sinn der Aktion, dass man sich die Franchises anschaut für dieses Universes Beyond, Schrägstrich, die Leute abholt. Ja, gut. Dann bin ich halt das Versuchskaninchen und probiere das aus. Gut, also ja, wie gesagt, Warhammer, ja, reden wir mal, ne? Blood Bowl. Blood Bowl. Da gibt es ja wahrscheinlich dann, achso, das finde ich hier jetzt natürlich nicht. Ja, ich guck mal. Vielleicht findet man ja was. Space Marine 2 habe ich jetzt in Action gesehen. Da wird ja meine Kiste wohl ein bisschen ins Rauchen kommen, wenn ich da gleichzeitig streamen soll und das zocken soll. Schauen wir mal, was wir uns davon noch gönnen. Wie gesagt, nach Street Fighter wird dann erstmal Fortnite anstehen. Das ist ja straightforward. Ja, ich habe es gesehen, aber ich kenne das Spiel Blood Bowl fairerweise nicht. Blood Bowl. Ist ein Tabletop. Ne, Tabletop meint man nicht. Gibt es da demnach auch eine Videospiel-Adaption? Ah, Blood Bowl, ja, tatsächlich. Goblins and Halflings. Blood Bowl 2 auf Steam. Okay. Das heißt, es gibt wohl ein Blood Bowl Game. Ja, das mit dem Football habe ich abstrahiert. Ich guck mal, dass ich das auftreibe. Ja, auf sowas habe ich Bock. Das erinnert mich dann wieder an. Oh Gott, ich bin so schlecht geworden. Auf meine alten Tage. Von Bitmap Brothers. Eieiei. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr über Spielnamen? Ice Cream, sage ich nur. Egal. Wir lassen es uns einfallen. Bis dahin kriege ich das raus. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, wir springen mal rum. Dies. So, ich switch hier mal um. Jetzt müsste es eigentlich auch die Mucke von Street Fighter 6 hier haben. Das ist die Demo von Street Fighter 6. Insofern, ich hoffe, ihr habt Sound. Ich gehe davon aus. Gibt es bei Steam kostenlos, deswegen dachte ich mir, ja, wofür sind Demos da, wenn nicht zum Ausprobieren? Ich glaube, wir haben nur einen Modus und nur zwei Fighter zur Auswahl. Ja gut, das sollte zum Reinhorchen sollte es reichen. So, dann schauen wir doch als erstes mal in die Menü-Options. Tipps, es gibt Tipps. Aha, es gibt ein Tutorial. Sehr gut. Da lerne ich also, wie ich anderen auf die Mütze gebe. Character Guides, ja, okay. F-Confirm, ne, will ich nicht. Aha, okay. Versus Mode ist wahrscheinlich gegen CPU. Ja, gut, damit war jetzt zu rechnen. Special Matches. Da kann man irgendwelche Gimmicks benutzen. Das ist quasi wie, wenn man Arc Enemy spielt oder wenn man Plane Chase spielt. Ich verstehe. So, Fighting Ground. Gibt es eine Menge Erklärbär-Zeugs. Aber ich gehe davon aus, hier gibt es auch irgendwo eine Tutorial. So, Options. Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, ich habe hier einen PS4 DualShock Controller. Und die Demo weigert sich, mir die Tastenbelegung für den PlayStation Controller zu zeigen, sondern besteht darauf, mir Xbox Controller Layout zu zeigen. Das macht es jetzt nicht leichter, aber wir finden es raus. So, jetzt vor allen Dingen sagte hier schon die ganze Zeit mal, hier, du hast hier auf jeden Fall Buchstaben. Sehr gut. So, Controls hier. So. Also hier wäre es jetzt natürlich optimal, wenn ich ein PlayStation-Layout hätte. Habe ich nicht in der Demo. Gut. Also es gibt Modern und Classic. Classic kommt von den Fightsticks, ne? Also
Light, Medium, Heavy, Kick und Punch jeweils. Das kenne ich noch. Ja, davon habe ich schon gehört. Aber es gibt wohl neuerdings eine moderne Control-Type. Was nicht alles gibt. Da sind die Attacken nur noch auf die vier Buttons umgelegt. Okay. Dann gibt es irgendwelche Impacts und Parries auf den Shoulder-Buttons. Und irgendwelche Dinge auf Trigger. Das ist doch schon mal ganz gut, dass man hier nur die vier Buttons braucht. Wir stellen auf Modern-Type um, würde ich sagen. Wenn ich übrigens einen Quatsch erzähle oder was falsch einstelle, Handheben und melden. Ich kann das durchaus gebrauchen, ein bisschen Unterstützung. So. Dann gibt es ja noch an den Presets stellen wir jetzt hier mal nichts um. Button Release Input, was nicht gibt, ne? Also wir merken uns. Heavy Attack ist B-Kreis bei PlayStation. Medium Attack ist das Medium Heavy. Light, Medium Heavy. Kann ich nachvollziehen, da oben Special Move. Ist fast so, als hätten sie es was dabei gedacht, auf die vier Button das zu verteilen. Ich bin begeistert. So, Kamera, dies, das, jenes, das lassen wir alles so, wie es ist. Wie ist die Lautstärke vom Game? Momentan ist, glaube ich, relativ leise. Alles auf Englisch, immer her damit, Quality High. Falls irgendwas kracht, können wir gegensteuern. So, also, es gibt Fighting Ground. Was ist das? Multiplayer Online? Ja, nee. World Tour, das ist dann auch schon, wenn wir irgendwas spielen will. Wir gehen mal in den Fighting Ground. So. Special Online. Arcade. Also, online ist offensichtlich nichts. Hier Tutorials. Training dürfen nicht, Tutorials. Ha. Sind wir fein. So. Auf Modern Layout müssen wir stellen, damit er uns das Richtige sagt. Street Fighter 6, let's get started. Let's get started. So sei es. Also, wir sind weit gekommen von den Pixel-Grafiken des Frühers. Geschmeidig, wie die Grafik heutzutage ausschaut. Kann man nichts sagen. Modern Controls, yes, Convenient Mode. That lets you unleash special moves without needing to remember difficult inputs. Sehr gut für mich. Ich muss mir nichts merken, ich muss nur die Buttons smashen. Movement Walking. Ja, okay. Vermutlich bewege ich das Steuerkreuz und bewege mich. Ja, jetzt wäre es gut, wenn du mir die Button Layouts gibst. Aber okay. Okay. Success. Ich kann laufen, Leute. Die ersten Steps zum Fighter. Ah, ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Dashing. Okay. Show me. Das war nicht gut. Ah, ich verstehe. Zweimal in die gleiche Richtung. Dash. Ist, jetzt probieren wir, ob geht es auch mit dem... Ah, sehr gut. Okay, sehr gut. Ich muss mir angewöhnen, mit dem digitalen statt dem analogen Pad zu arbeiten. Fairerweise, ich bin nicht so der Controller mit Thumbsticks und sowas. Gab's früher nicht. Leute, was soll ich sagen? Ich bin alt. So, Jump. Ja, gut. Straight up. Gut. Also springen war jetzt nicht weiter zu erwarten. Dass das schwierig ist. Time to attack, ja endlich. Normal attack, ich hab's mir gemerkt, wo es ist. So, also, auf die Mütze. Medium attack, hab ich mir auch gemerkt. Jawoll. Okay, heavy attacks, da kann ich ausgecountert werden. Dealing good damage, give me your best shot. Voll in die Magen gehen. Gott. Okay. Ich kann ihm vor das Schienbein treten. Jumping Attacks, an Attack.
Das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Das hat funktioniert. Okay. Blocking. Also Marv ist vor Blockers, das wissen wir ja von Magic. Ich sollte mal die Kategorie umstellen. Moment, das machen wir mal sicherheitshalber noch. Wer möchte übrigens hier neues Video von Freakler, der jetzt sponsored Creator of Magic Online ist. Very nice, deswegen Hashtag Werbung. Der hat Modern gespielt mit Assassin's Creed. Da sind wir wieder beim Universes Beyond. So, warte mal, wie kann ich das hier umstellen? Getting cold feet? Street Fighter 6. So, dann sollten wir jetzt in der richtigen Kategorie sein. Ja, okay, dann gib mir einen Rundown und Defense. Standing Block, Crouching Block, okay. Okay, einfach wegdrücken vom Gegner. Okay, gegen tiefe Attacken muss ich naheliegenderweise diagonal down entfernt machen. Ja, okay, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Okay. Wir können auch dagegen blocken. Hilft nichts gegen auf die Mütze hauen und Jumping Attacks. Okay. Werfen immer gut. At close range. Ja, geil. Jetzt wäre es gut, wenn er mir die richtigen Tasten sagen würde. U und J. Warte. U und J. U und J. Verstehe. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Ja, ich guck mal, ob Steam mir vielleicht das Controller-Layout aktivieren möchte. Vielleicht war es auch deaktiviert. Ne? The error may be with me. Ah, jetzt. Okay. So, X und A, das ist die beiden hier, okay. Ich hab sie gefunden. Okay. Das habe ich wohl messed up. Okay, beim zweiten Mal habe ich das Timing hinbekommen. Gut, Special Moves. Ja, jetzt, da geht auch der Spaß erst los bei Special Moves, ne? Ja, okay, das war jetzt nicht wirklich schwer. Ich drücke eine Taste und mache einen Special Attack. Ja, das habe ich gesehen, dass es auf den Fernen gut ist. The fuck, was soll ich machen? Press forward. Ah ja, verstehe. Er will mir damit sagen, ich soll am Gegner drauf hinlaufen. Okay. Super Arzt. Ah, okay. Da unten gibt es einen Balken. Ja, nicht nur da, oben gibt es auch noch einen Balken, aber schauen wir uns erstmal den hier an. Müssten doch die sein. Oh, the fuck. Ich habe nur zwei. Moment, ich habe doch nur zwei Tasten gedrückt. Okay. Na gut. Give me a break.
verstehe. Ach nee, away. Ah ja, ich verstehe. Oder auch nicht. Okay, ich kann den Kram hier machen. Ah ja. Ich verstehe. Da macht er also auch noch einen Bitte. Au. Wir haben ihm wehgetan. Der arme Ryu. Ah, es gibt noch ein Level. Das war erst Level 2. Okay, ich verstehe. Okay, Special Effects galore. Ich verstehe. The same time. Time to go to work. Not too slow. You chose the wrong guy. Come back, back. Gut. Hab Knockdown und so. Das wäre bei Mortal Kombat ganz anders geendet. Da hat er noch Glück gehabt, der Ryu. Okay. Das heißt, wir können das da unten, das baut sich also auf. Drive Gorge. Konzentrationslevel. Mache ich irgendwas mit meinem Concentration und dann? Wie löse ich es aus? Wer weiß es? Ich kann mit der Taste kann ich es aufladen und dann? Drive Impact. Na, verbrauche ich's. Achso, ja, das war Right Button. Ne? Ich bin ein Depp. Ich verstehe. Links und rechts Schwäche. Okay. Naja, ich hab's verstanden. Hey, now, where are you going? Warum wiederholt er es immer wieder? Ah ja. While I'm blocking. Okay. Die machen also Blocks kaputt. Okay. The Drive Parry. Das ist rechts. Links Truff, rechts blocken. Okay. Überschaubar. Ich muss sagen, dieses Modern Layout ist schon ganz schön TikTokisiert. Ne? Also schön vereinfacht. Das ist gut für mich. Okay, und das macht unseren Balken wieder voll. Sehr gut. Können nicht gegen Würfe machen. Ich. Der Drive, Parry. Und A nix. Ja, okay, mach mal. I gotcha! Okay. Trading Drive Impacts. Das ist ein kompliziertes Spiel. Also, eigentlich hat man nur eine Handvoll Buttons. Okay.
Ja, okay, mach mal. Mach mal, Jocke. Ich verstehe. Okay. Also, man soll vorhersehen, wann die das machen und gegen agieren. Das mache ich. Alles gut. Okay. Einfach in Reaktion zurück auf die Mütze hauen. Der Quick Learner. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir kriegen das hin. Burnout. What the fuck? Moment. Achso, wenn es komplett alles. Okay. Das verstehe ich. Einfach warten, bis er die Ständchen sieht und dann puff. Gut. Also in der Ecke kaputt machen. Rules of Engagement. Ja, Lebenspunkte. Das habe ich verstanden. Das war schon früher bei Street Fighter 2 so. Ja. Knockdown. Okay. Zeitlimit. Alles klar. Game over, yo. Ja. Too easy. Alles verständlich. Best of X. Ja, ist ja fast wie Magic, ne? Also Universe is Beyond. This is a practice fight. Na gut. Ja, man muss ganz schön putzen auf die Leute. Anni, ich muss hier fighten. Ich habe keine Zeit zum Chatten. schöne Grüße in die Sonne. Schöne Grüße in die Sonne. Tutorials. Noch mehr Techniken. Aber wir wollen den Leuten auf die Mütze hauen. Das war's schon. Wollen wir jetzt einmal einen Kampf versuchen, Show, oder? Ja. Wir sind hier zum Kämpfen. Versus. One-on-one. Kommentar? Ja, komm, erklär's mir. Best of one, wir spielen Best of three. Wir kommen hier von Magic, ne? Nur das Glas. Timer, alles gut. Next. Yes. Next up, Stage Selection. Yo, Stage gibt's in der Demo natürlich. Hier gibt's, glaube ich, diesen Training Room, ne? Aber wir machen hier schön was Hübsches. Wir wollen ja da was Hübsches. So, was ist dabei? Die zwei Boys, die wir gesehen haben. Ja, wir bleiben erstmal beim Loop. Junge, 12 Millionen Farben. Braucht kein Mensch. Ab dafür. So. Hauptsache Cutscene. Leute, ich bin trotzdem ehrlich mit euch, Street Fighter ist kein Mortal Kombat. Pride and bragging rights are at stake here. Both fighters will need to bring their A-game to the table. Aber Grafik weiß zu gefallen. Here we go. What are these fighters going to do? Shows the overhead. Hey. Das ist gemein von dir. Uses the target combo to take a chunk of damage off the opponent. Player 1 chases them down. Huge opportunity here with no way to backdash out of danger. Punish counter. This Punish counter, ihr wisst ja Bescheid, ne? Player 1 is maintaining the corner position for some juke with a super up connect. Opts for the level 1 Vulcan Blast. Gets the back throw to turn things around. Closing moments of the match. 1 KO! Puh, das war knapp, Leute. Das war knapp. Player 1
Okay, okay, okay. Also, Button smashen ist eine Taktik, die funktioniert. Das ist doch schon mal sehr gut. Huch. Der hat nach mir getreten, Leute. Combo with the target combo. Shinku Hadouken. Going in. Can they keep on him? Confirm on the impact. Not a counter, but they'll take it. Both fighters are. Ooh, lands a rising uppercut. Both fighters. Heute geht nichts mehr. Irgendwas ist hell, man. Jumps in. Close with close airborne. Jumps. Corrects them. Both sides. Oh, yo, Ross, super hit. What'll be the plan here? K.O. Einfach ans Kinn schlagen. Das reicht zum Gewinn. Let's see if they can build themselves a streak. Okay. Das war ja eigentlich ganz geschmeidig, ne? Also wenn man so mit diesem modernen Layout, da braucht man echt nur eine Handvoll Buttons. Das ist relativ, ich sag's mal, auf mich gemünzt, idiotensicher gebaut. Komm, wir kriegen ein Rematch. Both sides stepping up for the rematch. Gets a normal hit from the drive impact. They're still good. Decides to go in with the target combo. Sticks the jump in. Can't tech the throw. Neither of them willing to back off here. Taking stock. Bops him with the target combo. Boxen können. Very solid. Adds a little super juice and KO. Warum kommandiert in der Haus? Ich tippe mal auf Bolle, wenn es um Street Fighter geht. They'll want to keep the pressure on. Round two. Fight. Immediate jump in. Shinku Hadouken. They both showed their hands a little bit. Brushes that off and keeps going. Rising uppercut. Can't tech the throw. What'll happen here? Danke, Annie. Viel Spaß euch. So they break forward to pressure the opponent. Taking stock. Give me a just goes for it at this range. A quick breather. Super clutch corner switch. Gets out of the corner. Uses the target combo with a... Ooh, lands a rising uppercut. Player two is barely hanging in. Were they baiting them into that? What's next? Are we gonna see a comeback here? Overhead attack. Rising uppercut. Jo Wolle, ich hab's geschafft, das auf Modern Layout umzustellen. Und dann ist es eigentlich heutzutage relativ straightforward. Man muss ja gar nicht mehr wissen, wie die Kombinationen sind. Früher vor, zurück, Runden rollen, welche Taste? Das haben sie vereinfacht. Chillig, würde ich sagen. Sehr chillig. Tatsächlich spielt sich so eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir wechseln mal auf den anderen Kollegen. We are going back to the character select screen. Looks like they noticed something not in the Junge, der Black Set ist da, Blacky, was geht? So, jetzt probieren wir hier Good Old Ryu, den kenne ich nicht. Den gab es damals schon, als ich noch Street Fighter 2 gespielt habe. Kostüme gibt es auch noch mehr und bunte Farben. Ja, was nicht alles gibt. Genau, also mit diesen neuen Modern Layouts. Ah, 20% weniger Damage, okay. Blacky, vielen, vielen Dank für das Abo. Besten Dank. Ja, aber für so Casual Gaming ist es halt optimal. Ne? Wenn alle Modern spielen, dann macht man es doch easy. Ich habe auch die Street Fighter 30th Anniversary Edition mir zugelegt auf Steam. Die werfen wir dann auch nochmal in den Spiel ins gute alte Street Fighter 2. Das habe ich auch gespielt. Aber mit einem Button. Ich habe es euch ja gezeigt, den Controller. Wir haben halt früher sehr viel mehr Mortal Kombat gespielt. Das war so unser Cup of Tea. Wir haben einfach hart Mortal Kombat gezockt. Mortal Kombat 2 haben wir hoch und runter gezockt. Übrigens auch mit dem einen Button-Controller. War einfach unser Game. Und dann bei den 3D-Spielen haben wir nicht Tekken gespielt, sondern Virtua Fighter 2. Das waren so unsere Beat'em-ups. So, hier, confirm. Nee, wir wollen kein Mirror, wir wollen jetzt mal gegen den Typen da spielen. Open those shutters. We're ready to fight. Okay, das ist jetzt die Demo für Street Fighter 6. Wer es ausprobieren möchte, gibt es kostenlos bei Steam. Also gönnt euch. Kann man
mal die Game-Musik ein bisschen leiser machen. Drunken Master, beste. Das war ein richtig gutes Fight-Game. Oh, ich hab ihn getreten. Wie hau auf die ganze Damage draufhauen. Oh. Okay. Das hat er gecountert, glaube ich, der Kollege. Das ist ja gemein. Okay. Ah, okay. Also, ich sehe schon, der Bolle ist tief drin im Street Fighter Game. Jetzt hätte ich, glaube ich, diesen Parry-Dingelskirchen machen. Ja, One-Button-Special-Moves sind ziemlich gut sogar, ja. Ha! Dann tauschen wir mal, wer jetzt bist du, oh fuck. Ich glaube, man will nie in der Ecke sein, das war früher schon so. Ich habe nur Buttons gedrückt. Okay. Auf Schwierigkeitsgrad A1 ist es sehr einsteigerfreundlich, würde ich sagen. Okay, Ryu hat überhaupt keinen Bock auf Kamera, ich verstehe. Ja, aber das ist tatsächlich, man muss ja auch sagen, es ist ähnlich wie mit Magic, ne? Man muss so einen einsteigerfreundlichen Weg finden, die Leute reinzuholen in die Games. Jetzt nicht wie früher, dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden Zeit haben, sich in Spiele reinzufuchsen. Die Leute müssen schnell in Spielen drin sein, abgeholt werden. Das ist bei Magic schon mit dem Onboarding so ein bisschen ein Problem. Ich glaube, da muss ich ja den meisten hier nichts erzählen. Aber das funktioniert eigentlich ganz geschmeidig. Thanks for playing, okay. Wir haben die Demo quasi mal durchgedemot. Nö. Aber wir probieren jetzt einfach mal Street Fighter 2 aus. So, dann lasst mich mal kurz umschalten. Auf den hier. So, wir beenden mal Street Fighter 6. Und starten mal Street Fighter 2. Das ist die Anniversary Edition. Thirtieth Anniversary. Quasi wie Magic. Alles gleich. Ah, übrigens habe ich ganz vergessen in die Notizen geschrieben. Ihr könnt Ausrufezeichen Beyond eintippen. Dann zeigt es euch random eine Karte aus dieser, oh, wenn man es richtig tippt, aus der Edition. Also nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch einen Quatsch. Es gibt hier tatsächlich die entsprechenden Magic-Karten dazu und ihr könnt sie sehen. So. Vielleicht den Sound ein bisschen tunen. Very good. Ah, es hat, glaube ich, einen Timer. Hallo Mel. Ich glaube, ich habe es so eingestellt, dass man den Chat nicht dauerhaft wegblenden kann mit Beyond-Karten. Ich glaube, es hat so einen Minuten-Timer oder zwei. Schön, dass du reinschaust. Street Fighter 2. Das, wie gesagt, habe ich dann schon eher gespielt. Und zwar klassisches Street Fighter 2. Das hier ist die 30th Anniversary Collection. Da gibt es tatsächlich einen Online-Modus sogar. Für die alten Street Fighter Games. Hier Online Arcade gibt es mehrere zur Auswahl. Street Fighter 2, Hyper Fighting, Turbo, Alpha 3 und First Strike. Insofern online gehe ich jetzt mal nicht, weil ich ja auch noch nichts dazu weiß. Hier ist es übrigens noch so, nichts mit One Button. Special Moves, ne? Das heißt, wir können uns hier ein Offline-Game aussuchen. Trailer.
Dann wählen wir natürlich korrekterweise Super Street Fighter 2 Turbo aus. Wählen irgendeine Random Stage. Und so hat das doch früher ausgeschaut. Pixel-Grafik at its finest. Die Charaktere kenne ich dann auch alle. Chun-Li Classic, ne? Multikicker, wisst ihr Bescheid. Ah, Blanka ist ja schon wieder, ne? Go Brasil! So, und hier ist es nämlich jetzt so, dass wir uns, glaube ich, die Moves anschauen können. Ah, genau. Special Moves. Das heißt, hier können wir uns einfach reinschauen, wie funktionieren die Moves. Hallo Insani, schön, dass du reinschaust. Wir haben gerade Street Fighter 6 gespielt, also wir haben nicht nur Nostalgie gemacht und das Ganze hat ja auch den Hintergrund, wir schauen uns die Universes Beyond nach und nach an. Heute geht es mal um Street Fighter. Ich meine, das ist der Sinn, man will da Crossovers schaffen, die Leute hin und her schicken. Also machen wir das einfach. In der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich um Fortnite. Auch das habe ich in meiner Spielebibliothek noch nie gespielt. Wie so viele Spiele. Ah, Assassin's Creed ist noch ein Stückchen, aber Blackie, wo ich dich da habe, welches Assassin's Creed Spiel probiere ich aus? Ich habe keins in der Bibliothek, ich muss halt tatsächlich mir irgendwie eins organisieren. Was würdest du empfehlen? Gut, dass ich hier die Experten da habe. So, Blanka, push rapidly, punch, ja genau. Also punch, 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 da machen wir uns elektrisch. Rolling Attack, weg, nach vorne, punch. Also hier muss man tatsächlich noch die Moves kennen. Das ist natürlich dann deutlich schwieriger. Also wir probieren es mal langsam reinzutasten. Rapidly push für Electric. Weg und hin, rolling. Okay. Das ist offensichtlich Kick. Welche Buttons waren jetzt welche? Controls. Ja, das Layout hilft mir jetzt nicht weiter. Punch, okay. Light Punch. Da sind die Light Punches gelegt. Und da sind die Kicks gelegt. Hier habe ich jetzt übrigens tatsächlich das PlayStation Controller Layout. Das hatte ich gerade in der Demo nicht. Ja, Final Fantasy, da geht es auch wieder darum, welches Spiel. Ich habe noch nie ein Final Fantasy Game gespielt. Ich meine, jeder kann halt nur oh so many Games spielen. Black Flag oder Origins? Junge Insane, jetzt nicht haten, gell? Ah, mir wurde vorhin auch schon Final Fantasy 6 gesagt, aber ich höre das häufiger. 6, 7... Das wären so die Games. 7 habe ich vorhin, ich scroll zurück, gehört. Wer überschätzt? Wer war es denn? Der Thanatos hat behauptet, die 7 wäre überschätzt. Hier gleich mal Leute unter den Bus werfen. So, okay. Aber bis dahin ist noch eine Weile, da kommen noch ein paar Games vorher. Während das hier lädt, können wir kurz uns das einfach anschauen. Dann müssen wir nicht Rätsel raten. Ja, dass die Games dann nicht so schnell durchzuspielen sind. Ich muss vielleicht auch nicht jedes Spiel on stream durchspielen. Schauen wir mal. Hier, Brave, wo bist du? Ach so, das. Diese Anniversary Edition ist relativ. Drängelt die sich in den Vordergrund. Das ist gar nicht so einfach, da an seine anderen Fenster ranzukommen. Okay, deswegen kann ich jetzt hier leider euch nicht zeigen. Und ich sehe es nicht. Welche Universes Beyond noch kommen? Wir haben vorhin schon geschaut, Tomb Raider steht noch an. Das habe ich gespielt. Tomb Raider 1 auf dem Sega Saturn. Also das kenne ich auf jeden Fall. Auch da habe ich so mehrere der neueren Tomb Raider Spiele in meiner Bibliothek noch nie gespielt. Dank Epic Giveaways hat man ja ständig irgendwelche Spiele. Es gibt ja Prime Spiele geschenkt. Ah, Fallout haben wir natürlich. Ich habe noch nie ein Fallout gespielt, aber alle Fallout Spiele in der Bibliothek. Okay.
Ich versuche mich mal erstmal auf die Videogame-Franchises zu limitieren. Tatsächlich war vorhin schon die Frage, was ist eigentlich mit Warhammer 40k? Da gibt es ja jetzt Space Marine 2. Also ist ja auch schon so ein bisschen Videogame-Franchise. Streng genommen natürlich eher Tabletop. Also ihr seht schon, da gibt es eine Menge Spiele zum Ausprobieren. Und ja, Magic, alles schön. Ich liebe auch Magic. Am Mittwoch übrigens. Stream-Event, Early Access, MTG Arena. Ich bin eingeladen. Ausrufezeichen Werbung. Da könnt ihr euch schon mal auf Content freuen. Bei Warhammer 40k wurde mir übrigens Blood Bowl empfohlen. Das mal zu spielen. Mal gucken. Ja, da, Blacky, da muss ich Vollzeit-Streamer werden, wenn ich diese ganzen Spiele auch nur ansatzweise einsteigen will. Schauen wir mal, wie weit es uns da treibt. So, ich spring mal wieder rüber ins Game. Yes. Aha. Das ist der Kick. Ich muss aufgeladen was sein, wo dann was geht. Also das Ganze ist natürlich dann ein bisschen mehr Button-Smashy, ne? Im Vergleich zu dem modernen Layout. Bolle kennt sich einfach aus mit seinen Games. Ja, alles gut. 2 Sekunden war doch ganz schön lang in so einem Kampf, ne? Aber ich muss sagen, Pixel Art immer wieder schön. Ich liebe Pixel Art. Aber der Zugang ist mit dem Modern Layout bei Street Fighter 6 schon leichter. Ne? Darf man nicht vergessen. Was haben wir früher Move-Listen abgeschrieben? Ne? Die Move-Listen gab es nicht so wie jetzt hier in diesem Luxus. Also zumindest weiß ich es nicht. Ich habe ja nie auf Super Nintendo oder so Street Fighter gespielt. Aber Move-Listen einfach so zur Verfügung haben, das war nicht. Da gab es nichts. Wir haben Zeitungen gelesen, in die Moves waren. Wir haben wild rumprobiert, um irgendwelche Moves zu erraten. Also eine Menge Dinge. Ja, Mel, bei mir steht ja da drüben eine Arcade-Maschine und die hat sogar ein 6-Button-Layout. Da geht noch was. Also gerade für solche Games ist hier so ein 6-Button-Layout natürlich optimal. Von so einem Fightstick. Naja. Ich sehe schon, ich hole die Boomer hier ab. Wer übrigens Bock hat, ich werde das Video auch, weil ich es kann, auf magicblocks.de YouTube hochladen. Hallo YouTube. Also es gibt irgendwelche X-Versions. Das ist ja wie Pokémon hier. Also Surprise Back, Surprise Forward. Nach vorne. Und dreimal Kick. Okay. Vertical Roll. Nach unten halten, chargen und dann nach oben und Kick. Okay. Kicks sind offensichtlich unten die Buttons. Wir probieren mal noch was aus. Das ist aber ein Kick. Hab ich nicht aufgepasst. Oder vielleicht einen anderen. Aber ich muss an dem dran sein. Also ich sehe schon, um mal in die Moves reinzukommen. Ich sehe die Evolution von Modern Layouts für Street Fighter 6. Das ist ja relativ wirklich idiotensicher gewesen. Tatsächlich mal vielleicht sogar mit Freunden mal spielen. Wir haben es noch nie gezockt. Nur, dass es eine Demo gibt. Unter 25. Unter 25. So. Wir können ja mal gucken, ob sich das hier in irgendwelchen neueren Versionen, das war ja Street Fighter 2, da. Ah, Hadouken! Jetzt funktioniert's mehr. Ich glaube, Alpha soll ganz okay sein, oder? Habe ich gehört.
What the fuck? Aizen? Beast? Exism? Wir probieren es mal mit Simple. Duskmon-Displays, ja, man, einer muss es ja machen, Blacky, viel Spaß. Das ist etwas comicartiger. Das habe ich, wie gesagt, nie gespielt, Street Fighter 3. So, jetzt gucken wir mal, wie da die Controls sind, vermutlich ähnlich, ne? Ja, also klassisches Fightstick-Layout, 6 Buttons und die Bewegungstasten. Ah, hier ist mit Viertelkreisen, ist angesagt. Ein Hadouken ist von unten Viertelkreis nach vorne und Punch. Das können wir ja probieren. Das kann ja nicht so unmöglich sein. Oder vielleicht auch doch. Ah, Hadouken geht halt doch. Wolle, vielen, vielen Dank für das Abo. Tekken des Standard-Fighter. Ihr habt es gemeint. Also bei uns war es tatsächlich, weil wir Sega Saturns hatten, war es Wirtschaft-Fighter 3, 2. Unser Standard-Fighter. Also so 8-16-Bit-Sound-Grafik, da kannst du einfach, wenn du das drauf hast, dann hast du es einfach drauf. Und man sieht ja schon die Evolution auch der Grafik, ne? Also wenn man mal schaut, dann ist schon nochmal ein Tacken moderner. Ja, klar, ist einfach zeitlos. Und man sieht ja auch den Sprung von der Grafik. Runter hoch tritt. Tekken nicht so gut gealtert. Klingt so, als hätte es voll ausprobiert. Hier gibt es aber auch schon Charge-Move übrigens offensichtlich. Hier gibt es einen Charge-Bar. Hier gibt es so einige Elemente, die wir später auch wiedersehen. Ne? Multiple Charge Bars und sowas. Die wir dann bei Street Fighter 6 vorhin gesehen haben. Mal gucken, ob es noch irgendwas Cooles gibt. Ne, mit runter hoch ist nix. Das sind alles irgendwelche Viertelkreisbewegungen. Viertelkreis-Kicks, hier gibt es Super-Kombo. Viertelkreis, Achtelkreis-Kick. Im Leben kriege ich das nicht hin. Viertelkreis, Viertelkreis-Punch. Shinku-Hadouken. Wir probieren es. Kick war Punch war das, okay. Ich stehe auf der Seite. Das war der normale. Wird nicht springen, Jockel. Ja, ich bleib dabei. Ne? Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, mit Pumpsticks zu spielen. Wir haben sehr viel am PC gespielt und dann ist man natürlich Maussteuerung gewöhnt. Ego-Shooter, Quake und sowas. Dann ist also Doppelpumps, die könnte ich übrigens nie spielen. Würde ich mir die Daumen brechen. Ich weiß auch nicht, wie manche Leute das können. Einfach andere Spielegeneration, muss man da an der Stelle sagen. Aber optisch Parallax-Scrolling, ne, wie man so schön kennt. Damals haben wir uns gefreut über solche optischen Spielereien, ne, dass da ein bisschen Parallax-Scrolling im Hintergrund ist. Scanlines und sowas kennt heute gar keiner, ne, wie Fernsehen früher ausgeschaut hat. Pixelart, schön gemalt. So muss sein. Aber ich würde sagen, wir springen mal zurück in Tekken 6. Ich darf das bestimmt nochmal spielen. Das hier erlaubt mir auch nicht so recht rauszuspringen aus dem Game. Dann können wir auch mal dann tatsächlich nochmal auf die Liste der Spiele gucken. Ich sammle mal gerne ein paar Vorschläge ein.
Dieser da. So. Also, Street Fighter. Das haken wir heute ab. Also, lustig, unterhaltsam. Modern Layout hat mich gut abgeholt, muss ich sagen. Also, sehr gut reingekommen. Kann ich mir durchaus vorstellen, es mal zu spielen, wenn es mal irgendwo in einem Deal gibt, sich das mal mitzunehmen. Ist okay. Finde ich cool. Fortnite habe ich bei Epic irgendwoher, ist glaube ich eh kostenlos, Fortnite, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir der neue Ninja sind. Oder wir spielen einfach Ego-Shooter, ne? Ich glaube, es spielt man ja heutzutage ohne den Baumodus, oder? Spielt man mit Baumodus? Ich habe keine Ahnung, wie man Fortnite spielt. Noch so ein Spiel taucht in den Universes Beyond auf. Zocken wir dann. Warhammer 40k, wie gesagt, da wurde mir Blood Bowl empfohlen. Ja, Arcane, das ist mir zu sehr. Das überspringen wir. Also ich muss jetzt hier auch nicht zwingen, die Anspielung auf die Videogames zu finden. Arcane war ja tatsächlich eine Secret Lair zur animierten Serie. Also ehrlich muss man da schon sein. Bei 40k gab es ja sogar ein Blood Bowl. Secret Lair. Also ich guck mal, es gibt glaube ich multiple Blood Bowl Games. Das ist glaube ich so brutaler Football im Warhammer-Universum. Horchen wir rein, finden wir raus. Dungeons and Dragons, ja, war ja auf den Film gemünzt. Naheliegenderweise gibt es natürlich von Wizards ständig Dungeons and Dragons Secret Lairs. Jetzt erst wieder, glaube ich, vor kurzem. Mit Minsk & Boo, glaube ich. Tatsächlich habe ich, glaube ich, TFT habe ich, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Ja, ich sehe schon, ich habe Bildungslücken. Und übrigens, Bolle, es gibt jetzt bei Card Market neu den Fizzlefip Deckbox, ne? Von den Tavern Guys, die haben da jetzt einen Store. Da muss ich heute als erstes an euch denken. Als ich die Fizzlefip Deckbox gesehen habe, die flauschige Türkise. Also ich werde hierfür wahrscheinlich nicht in Baldur's Gate 3 einsteigen. Ja, kostet glaube ich so um die 30 Euro die Box. Da geht jetzt was. Aber dabei fällt mir ein, ich habe jetzt eine Steam-Family mit meinem Kind. Falls ihr also unter einem Dach mehrere habt, die Steam spielen, da gibt es jetzt Steam-Families, das ist nicht mehr Beta. Das heißt, ihr könnt einfach eine Family aufmachen und könnt dann einfach die Spiele, die jemand anders hat, spielen. Leiht euch quasi die Lizenz aus bei Steam, wenn es die Spiele erlauben. Es machen relativ viele. Insofern, und da mein Kind ja schon 18 ist, hat es auch einige Spiele. Ich muss mal gucken, Baldur's Gate 3 hat es, glaube ich, nicht. Mal gucken. So, Herr der Ringe, ja, das ist keine Video. Ich weiß, es gibt eine Menge Videospiele, aber das machen wir sicher nicht. Doctor Who ist klassisch TV, Jurassic Park, sowas machen wir auch nicht. Tomb Raider, da suche ich mir was aus. Ich habe einige Spiele. Wir werden wahrscheinlich auch mal die gute alte Tomb Raider 1 auspacken, so zur Abschreckung. Weil, da muss man ehrlich sein, die erste Generation der 3D-Spieler, die ist nicht gut gealtert. Ne? Also, die ist von der Technik hart überholt worden. Das ist einfach, also, es gibt Spiele, die sind gut gealtert, die insbesondere Pixel-Grafik-Spiele natürlich. Aber gerade 3D-Spiele, die sind so schnell überholt worden. Aber ja, für den nostalgischen Effekt vielleicht mal ganz lustig. Fallout, werden wir spielen. Habe ich eine Bibliothek, kein Problem. Assassin's Creed hat mir der Blackie vorhin ein paar Spiele empfohlen. Wir werden auch Final Fantasy natürlich anzocken. Mal gucken, welchen Teil. Ich habe jetzt hier ganz oft 6 gehört. Insofern, aber da muss ich natürlich meinen Podcast-Kollegen, den Kai, fragen. Nicht, dass der mir dann auf die Finger pocht und nicht mehr mit einem Podcast macht, wenn ich den falschen Final Fantasy-Teil einspiele. Ja, es gibt also Cross-Marketing können sie ja alle. Es gibt ja auch Marvel-Games, dann genug und satt. Wir konzentrieren uns mal auf die Core-Franchises, wo auch die Spiele-Franchise der Sinn vom Universes Beyond war. Und schauen uns einfach mal nach und nach so ein paar Games an.
Da wird ja auch immer wieder Nachschub kommen. Das wird ja nicht die letzten sein, wo wir hier Universe vs. Beyond sehen. Aber das ist mal eine schöne Abwechslung, als immer nur vor Arena zu sitzen oder nur am Commander-Tisch zu sitzen. Insofern schauen wir mal. Und dann würde ich doch sagen, ich hau hier nochmal. Wir üben nochmal ein bisschen. Wir gehen mal ein bisschen hoch im Schwierigkeitsgrad bei Street Fighter 6, würde ich sagen. So, starten. Diese Mucke an. Also vorhin offensichtlich gesehen, es lag am Steam-Controller, dass der aus war. Dass er mir nicht die Buttons gezeigt hat. Ich glaube, dass das tatsächlich finale Spiel hat auch die richtigen Button-Beschriftungen. Weil hier besteht er jetzt drauf, mir die Xbox-Buttons zu zeigen, statt die PlayStation-Buttons von meinem Controller hier, von meinem DualShock. Aber daran lassen wir es mal nicht scheitern. Ich glaube, die anderen Modi hier online spielen wir mal nicht. So verrückt sind wir nicht. Das dürfen wir hier wahrscheinlich nicht. Aber wir dürfen. Wir dürfen World Tour Dingelskirchen machen. Ja, Production Value schon nicht zu niedrig, ne? Muss man sagen. Okay. Ich lasse die Cutscenes mal laufen, ne, naheliegenderweise. Story-Modus. Gibt es einen Main-Character in Street Fighter 6 oder hat jeder seine eigene Storyline? Gut, dass wir den Boller als Experten haben. Buckler Basic Training Course. Okay. Ganz schön viel Text für einen Fighting Game. Oh ja, stimmt. Street Fighter gibt's ja auch als Film. Okay, wir boxen auf Sek ein. Immer gut. Ah, ich verstehe. Ein eigener Charakter. Aha. Hm? You my new recruit? Kids, take a breather. Der Luke ist unser Trainer. Ich sehe schon. Welcome. This is Buckler Security Services. I'm Luke, the coach around you. You're here for basic training, right? Okay. Ah, okay, wir können uns hier sogar einen Charakter zusammenstellen. Aha. Okay, ich verstehe. Man kann das also einstellen. Okay, je nachdem, was für ein Klobo ich sein will. Jawohl, wir sind einfach Berg. Wir machen einfach einen auf Berg. Ah, es gibt noch mehr. The fuck? I'm scared. Okay, Gott sei Dank. Big Bodies can hit. Halt. Ah, wir können es randomisieren. Randomize all. Nee, na. Junge, was ein Riese. Okay. Wild. Für die Hitbox, okay.
Die sind ja alle relativ ähnlich hier, ne? Ah, wir können das tatsächlich auch in den Anschlag schrauben. 100%. Okay, okay, okay. Ist vielleicht keine gute Kombination. Ah je, das machen wir besser nicht. Das sieht ein bisschen arg wack aus. So normale Proportions. Ah komm, wir machen jetzt Finalize. Wir sind das einfach der. Gut. Ich habe leuchtende Augen. Die Haareffekte haben so ihre Grenzen, habe ich so den Eindruck. Das bin quasi ich, ja. Da kriege jetzt nochmal ein Tutorial. No. Note that modern is only. Oh, das ist schlecht. Achso, ja. Bitte erlaub mir modern. Nee. Ich habe nur modern gelernt. That's how the basics are. Simple and boring. But remember, even the biggest rockets need a stable launching pad for takeoff. Or else unser Freund Luke hat so ein bisschen ein Steroidproblem, kann das sein? Coach, how is any of that gonna help him handle this? Okay, wir haben unseren ersten Gegner gefunden. Wir scaren einfach den Gegner so schon kaputt. Ich weiß jetzt nicht, welcher Control-Typ eingestellt ist. Ich bin ja nicht ganz schlau geworden, ob er mir jetzt wirklich Modern gegeben hat. Final Round. Okay, okay, okay. Okay, ich habe offensichtlich die nicht so simplen Moves eingestellt. The fuck, was will er von mir? Bosch, naja. But coach, that was the kind of situation I want to learn to deal with. You're not here to punch bags either, right? So. Klares Unentschieden. He signed up with the same regiment you are. Bosch und ich sind quasi Arc Enemies. Aber ohne Modern Controls macht das Spiel schon ein bisschen schwieriger. Bosch hat so ein bisschen ein Motivation Problem. Schauen wir mal. Bin nicht ganz sicher. Es gab zumindest ja noch keine Parry-Geschichten. Okay, es gibt eine Menge Küchenkalendersprüche. Okay.
Focus. Ganz schön dicker Armring, fairerweise. Alright. Okay. Let's get back to business. You wanted something more practical, right? Well, practicality comes in many forms. But if you want to start off on the right foot in this city. Hit the streets. Wir sind ja auch ein Street Fighter. Natürlich gehen wir auf die Straße. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Da steht eine Freiheitsstatue in Metro City. Das hat so ein bisschen GTA-Vibes, ehrlicherweise GTA-5-Vibes. Ja, GTA-4. Okay, er schmeißt uns halt einfach raus auf die Straße. Die Mad Gear Organization. Ich befürchte, wir werden bald in Probleme kommen und Ärger kriegen. Das merke ich doch einfach. Okay. Also wer die dunklen Zeiten überlebt hat. Das hat schon so ein bisschen New York-Anleihen, Metro City, ja. Ich habe eine Nase, die entweder vom praktischen Chirurgen ist oder zum Chirurgen gehört. Okay, Bosch kann nicht reden. Oh, er kann. Wir haben ein Handy. Bei Pressing. Leute, ich habe eine Message. Ich habe eine Nachricht. Ich muss mal kurz ans Telefon. Ja, okay, Luke. Das war jetzt, guck hier, Mission. Talk to Alice. Wo muss ich hin? Look for a person named Alice. Alice? Alice. Ah je. Wenn die Kamera schon so hinschwingt. Hier sind die Batsch, also ich weiß nicht, ob das an der Demo liegt, aber das ist jetzt schon ein bisschen... So ohne Synchronsprecher ist schon ein bisschen mau, ne? Red Mark, ja, okay. Okay, wir können also ein bisschen in der freien Welt rumlaufen. Why, hello there. Hallo, Alice. Oh, ich hoffe, das finale Spiel hat tatsächlich Synchronisation. Das schon... So viel Budget kann es nicht sein, schon. Also. Für Lachdinge reicht's noch. Ich klicke das durch. Ich will Leuten auf die Mütze hauen. Oder auf die Mütze kriegen, meinethalben. Aha. Land 10 Hits with Assisted Combos. Right Trigger. Ja. Ja.
Fiddle Press Buttons. Aha, ich verstehe. Okay, okay, okay. Wir hauen uns auf die Mütze und sehen aus wie frisch gebaut. Okay, für random One-Liner reicht's noch, für mehr nicht. Obwohl die Lippen sich bewegen, das ist schwierig. Wir können Leute mit X herausfordern. Mhm, okay. Okay, jeder hat ja quasi... Jeder hat ja quasi so sein Level drüber stehen. Adam. Aha. Okay, okay, okay. Wir nehmen uns hier ihn vor. Oh ne, der haut uns, glaube ich, auf die Mütze. Wir suchen uns jemand. Level 9 ist es nicht. Hier, du. Du. Aha. Ja, Items. Es gibt Items? Es gibt Items. Da schau her. Okay, wir können einfach die ganze Stadt verprügeln. Ah, und kriegen Erfahrungspunkte. Okay, okay, okay. Den dürfen wir dann nicht mehr verprügeln, weil den haben wir schon verprügelt. Wir verprügeln doch keine Mädchen. Das wäre ja gemein. Komm, wir versuchen jetzt mal einen der kräftigeren Kollegen hier zu challengen. Die haben auch alle Bock, ne? De facto, der wirft Dinge. Aber wir können ihn, Mina ist lieb. Mina würde ich ja nie, also... Und wir sind gelevelt. Fighting makes your avatar stronger. Okay. Wir würden uns nie mit Mina anlegen. Mina ist auch gefährlich bestimmt. Level 2. Yay. Aber Mina, bleib mal stehen. Wir wollen ein Foto für diese Social Media machen. Jetzt warte doch mal, Mina. Und guck mal zu mir, die guckt immer weg. Ich hoffe mal, ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Bitte warten, wir prüfen. Haben wir nicht. Okay, Mina, guck mal hier. Wenn ich jetzt meine Steam-Taste für Screenshots wüsste. Bitte warten, wir prüfen. Auch das sollte sich rauszukriegen sein. Ich hab doch bestimmt irgendwie hier Controller-Einstellungen. Screenshots. Ja, ich würde gerne wissen, wie meine Screenshots funktionieren. Was ist die Standard-Taste für Screenshots? Oh, Steam, echt? Ah, hier gibt es eine Kamera, okay. Aha. Wieso kann ich mich selbst fotografieren? Ja, dann steht nicht da, dass es Mina ist. Das ist langweilig. End Photo Mode, yes. Aber wir können uns ja customizen und sowas.
Gut, Screenshot ist gesichert. So, was gibt's hier noch? Items. Okay. Okay, wir können also Zeug machen wie Bonbons, die uns stärker machen. Okay. Das ist schon. Emotes gibt's auch, okay. Da hat man schon noch versucht, über das Spiel hinauszugehen. Den Hotdog-Verkäufer ist. Junge. Gibt's dann Hotdogs for free? Ja gut, irgendwas ist ja immer. Wir brauchen zum Glück. Oh Junge, einfach voll die Rolle hier. Die Hitboxen sind aber schon so ein bisschen, gerade bei den Custom-Charakteren, ein bisschen all over the place. Kann das sein? Mal gucken, ob wir... Nein, wir kämpfen immer noch nicht gegen Mina. Ich habe Angst vor Mina. Mal gucken, ob wir jetzt einen Hotdog kriegen. Was ist ein A-A-Smutsch-Test? Ah ja, kein Problem. Wir hauen ihn auf die Mütze. Hotdogs gehen immer. Oh, oder auch nicht. Haben wir nicht schon mit Alice geredet? Fancy that. Okay. Alice hat sich weggebeamt. Wie Hai, nur mit mehr Schlägen. Ich sehe schon, hier ist voll Story-Mode, online, dies, das, jenes, Street Fighter meets GTA. Ach, jetzt kriegen wir vermutlich einen Hotdog, weil wir landen müssen, was zu essen. Grab a meal, ah ja. Green Pizza, Pepperoni Pizza. Kostet weniger, kauf mal. Ah, wir haben also Geld und dies, das, jenes. Ach so, ohne, also ich bin ehrlich. So, ohne Synchronisation ist das schon eher mau. Junge, und ständig klingelt mein Telefon. Okay, Essen macht uns also wieder stärker. Wir werden hier durch die Stadt geschickt. Ja, der Modus ist jetzt okay-ish. Vermutlich gibt es Invisible Walls und ich kann vermutlich nicht hinrennen, wo ich will. Erstmal versuchen, Spiele zu brechen. Das ist wie mit Magic. Aha. Invisible Walls. War klar. Die Straße können wir vermutlich auch nicht. Alle warten auf uns. Nicht so schlecht. Wir können aber keinen Busfahrer challengen. Tür auf. Hallo? 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 Hier geht's in die U-Bahn. Ah, da steht Brock. Brock lässt uns nie im Leben in die U-Bahn. Ah, Invisible Walls sind Spielen auch immer schwierig.
Hey, wir könnten uns mal mit dem Flammenwerfer hier anlegen, oder? Was soll schief gehen? Bitte, was macht er denn? Jetzt hör auf hier mit deinen Dingern da zu werfen. Oh, den haben wir, glaube ich, gecountert. Jetzt hören wir auf, die ganze Zeit zu blocken. Der hält gut was aus, ja. Aber er teilt halt auch nicht so viel aus, ne? Hinterher sind wir immer wieder Freunde, ne? Wer... Das sind doch Molotow-Cocktails. Wer jongliert denn bitte schön mit Molotow-Cocktails? So funktioniert... Leute, so funktioniert das nicht. Saglul, wir müssen reden. Das kann nicht die Lösung hier sein. Okay, wir müssen jetzt da hinten lang, dies, das, jenes. Da führt eine Treppe ins Nirgendwo. Da ploppen die Leute auf, okay. Ah, hier gibt's Kohle. Ich verstehe. Oh. Okay, das war offensichtlich kein Problem, da runter zu springen. Ah, hier gibt es Kisten, okay. Man hat also noch so einen ganzen Singleplayer-Aspekt. 5000 Miles. Können wir irgendwo hinfliegen? Nice. Also man muss ja noch die ganze Gegend durchsuchen. Alles Mögliche finden. Hotdog Guy. Ich verstehe. Mario. Da gibt es Pizza. Ich muss andersrum, ich verstehe. Aber ja, also, sagen wir so, als es da, wir können gegen den Pantomime-Guy kämpfen. Auch nicht so schlecht. let's try this. Hey, das ist nicht Pantomime. Ja, im Springen muss man dann halt einfach aufpassen. Ne? Okay, okay. Wir können also Pantomime verkloppen, wir können Molotow-Cocktailwerfer verkloppen. Also, lots of things. Aber ja, als es dann hieß, es gibt jetzt ein Street Fighter Universes Beyond Secret Lair, da denkt man natürlich schon eher an die Oldschool Street Fighter, Street Fighter 2. Gibt es eigentlich echte Werbung? Born to Fight, ja. In Metro City hat der eine oder andere hat hier Probleme mit Steroiden, wenn er mich fragt. Ihr seht es ja auch, Boller hat ja gerade wieder eine Karte eingeblendet. Da taucht da so ein Dalsim auf oder so ein Zangief.
Das sind halt eher die Dinge, die man erwartet und nicht diesen neuen Street Fighter 6 Aspekt hier. Aber ist, glaube ich, ein decent Game. Der Bolle sagt, ist gerade im Angebot. Kann man sich ja vielleicht durchaus mal gönnen. Ah, hier ist Bosch. Bosch ist überall. Insofern, ja, das, huch. This is not how this works. Street Fighter Villains. Ah, schwierig, ne? Wenn es schon eins gab. Ich weiß nicht, wie viele man von Street Fighter jetzt bekommt. Ah, im Bison, ja. Das wäre schon auch was, ne? War ja ein sehr kleines Universe Beyond, muss man sagen. Nur so ein paar Karten zurück leer. Wenn wir dann jetzt in die Welt von Fallout und sowas kommen, da gibt es natürlich deutlich mehr Karten, die da drin spielen. Insofern. Jo, aber dann würde ich das sagen. Ich würde sagen, wir haben mal gut hier reingeschaut, oder? Ich gucke mal, ob wir noch irgendwie einen Raid Reno unterkriegen. Auf jeden Fall euer Support sehr wichtig, sehr hilfreich. Bolle, vor allen Dingen deine Street Fighter-Kenntnisse waren hier hilfreich. Ich guck mal, wer noch streamt. Das Video wird es auch bei YouTube geben. Mal gucken, wie die Leute bei Magic Blocks reagieren, wenn auf einmal Street Fighter-Videos kommen. So. Ja, Polly, ich befürchte, du vermöbelst mich, wenn wir uns in den Straßen von Street Fighter treffen. Denk dran, am Mittwoch gibt es Content zu Duskmorn. Streamer Early Access Event. Wir sind eingeladen. Hashtag Werbung von Wizards of the Coast. Ich bin am Freitag bei Shibi dabei im Pre-Release. Auch da könnt ihr wieder reinschalten. Ab 14 Uhr geht's los bei Shibi auf dem YouTube-Kanal. Insofern Content gehagelt es diese Woche. So, aber es ist irgendwie gerade niemand am Stream. Was ist hier los? Es ist Montag und keiner streamt. Wo sind sie alle hin? Das ist ja crazy. Ja, in dem Fall würde ich sagen, ich danke euch fürs Reinschauen. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe richtig Bock auf die nächsten Secret Lair Gaming Universes. Fortnite steht sehr wahrscheinlich als nächstes an. Im nächsten Stream. Das wird straightforward, das kriege ich hin. Rumlaufen, schießen, dies, das, jenes. Das kann nicht so schwer sein. Mina schicken wir jetzt auf jeden Fall mal das Bild über Social Media und sagen, wir haben hier nichts getan. Insofern.